heute keinen Gast. Sehr wohl, Eure Majestät. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus den Gewinner des Kernöl-Championats 2012-2013 und Obmann des Kerntrockenverbandes, Herrn Wilfried Lackner. Ja, Lackner, er ist aufgeregt, gell? Ganz grün im Gesicht, gell? Ja. Lackner, ja, ein bisschen warten, ist eine Audienz, gell? Da hat alles seine Reihenfolge. Lackner, Champion ist er, hm? Wir haben uns einen Champion komplett anders vorgestellt. Er schaut ja komplett anders aus, gell? Aber wie man sieht, man kann auch so ausschauen, gell? Ja. Lackner, schau, was hat er denn da? Hat uns was mitgebracht, Lackner? Natürlich ein kleines Geschenk für den ja. Kaiser. Was? Das ist natürlich die goldene Ölplatte, der Ölkuchen vom Gewinn. Nein, das schaut aus wie ein Diskoschein. Nein, ist das nicht. Und natürlich auch ein Kernöl für den Kaiser. Nein, ganz was eine Überraschung, ein Kernölbau und ein Kernöl als Geschenk. Sicher, das ist ein KKTG, ein Kernöl to go. So, fürs Auto oder was? Sicher, da ist eine Kleinigkeit für die Augenweide. Ja. Ja, Lackner, schwarzes Gold, oder wie man auch sagt, die steirische Antwort auf Viagra, oder Lackner? Sehr schön. Er macht uns und unserer Prostata eine große Freude, gell? Muss ich wirklich. Man bemüht sich. Lackner, er darf sich setzen, aufpassen, dass er nicht ausrutscht auf der Ölspur, gell? Ab, setzen, noch wie viel? Es ist fast zu viel, Worte. Wir heben uns den Tod. Warte, die Disco-Scheiben. So, warte, das kommt direkt ins kaiserliche Schlafzimmer. Er versteht. Er versteht gar nichts. Sollte doch eher die Augenweide übernehmen. Wo ist sie? Ja. So. Schön aufpassen, Augenweide. Das werden wir heute noch brauchen, gell? Husch. Also, unser Gast. Lackner, schön, dass er da ist. Gerne. Was hat er jetzt ganz genau gewonnen, Lackner? Also wir haben, oder er, oder wie immer man dann sagt. Ja, wir haben wir haben gewonnen das steirische Kühlskernel-Championat. Und zwar sind da 420 Teilnehmer dabei. Und ja, schau, da haben wir ja ein Foto. Der Kasperl, der witzig Mann, gell? Schön. Wer ist die fesche Katze da nehmen? Das ist meine werte Gemahlin. So, ja, Lackner, genau so, wie sie ausschaut, so stellen wir unseren Champion vor, Lackner, gell? Ja, er sollte in Zukunft sämtliche öffentliche Auftritte ausschließlich ihr überlassen. Ist ja. Recht, ja. Ja, sie ist eindeutig die Fäschere von euch zwei, Lackner. Muss man wirklich sagen, Lackner. Eure Majestät, bitte. Herr Lackner möchte kaiserlicher Kernöl-Hoflieferant werden. Schon? Lackner, das wollen viele, das versteht er, oder? Da geht es um große Mengen. Deswegen habe ich auch für unterwegs ein bisschen was mitgebracht, ja. Danke, er versucht uns zu bestechen, Mit der Menge? Nein. Ja, das Flascherl, die Disco-Schein. Nein, Lackner, darum haben wir uns auch von der Existenz seiner Ecke überzeugt, gell? Haben ein paar Außenaufnahmen, sparen wir jetzt. Hofbildstelle bitte. Was? 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 Majestät, ist das nicht eine grandiose Landschaft Was? Da? Was? Herrliche Ländereien. Ne? Steh! Steh! Spannerwetz, Kaiserwetter heute, hä?
Großartig, Majestät. Sehr schön. Wie bestellt. So, wo ist das Glas? Gute, das Glas bitte für unsere Majestät. Aramis steht am Fuß. Sehr gut, Aramis. Macht das ist bequem, hä? Mein Zecherl. Schau, Sparretz. Das gehört uns, oder? Majestät, tut mir leid. Das gehört alles dem Ölbaron Lackner. So. Sparretz, das gehört aber schon uns, oder? Tut mir noch mal leid, Majestät. Das gehört auch dem Ölbaron Lackner. Ja, so. Sparretz, die Berg da hinten, sind das unsere? Verzeihung, Majestät, die gehören auch dem Ölbaron Lackner. Ja, Sparretz, wie ist das möglich, dass man mit so wenig Kürbis und so wenig Begabung so weit kommen kann? Majestät, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, Sparretz, wann reiten wir aus, Sparretz? Ja, ich würde vorschlagen, in Anbetracht des tollen Wetters sollte man das sofort in Angriff nehmen. Ja, dann Sattel und Sparretz. Ich bin ganz reiterig. Ja, Lackner. Wenigstens hat er genug Grund, damit wir mit unseren drei kleinen Hunderl Gassi gehen können, gell? Anscheinend braucht man als Kernelbauer nicht mehr wie das kleine Fleckerl, gell? Ja, aber ist schwierig, weil bei den Berg da oben, da muss man halt teilweise mit den Schnarchleitern setzen. Schon, das haben wir nicht ganz verstanden jetzt. Aber das macht nichts, Lackner. Lackner, er ist ja Profi-Verkoster, Kernöl. Ja. Ja, ist ja sein Geschäft, oder? Du hast. Jetzt werden wir mal schauen, ob er sein eigenes Kernöl erkennt, Lackner. Ja. Wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Da sind wir sehr einfallsreich, gell, Sparretz? Ja, ich glaube, wir sollten beginnen. Ne? Bitte, bitte. Schon ganz aufgeregt, direkt der Lackner, oder? Ein Spießerl. Ja. Was haben wir da für ein Leimerland, Lackner? Ein fesches. Kernelrebell. Schau. Ja, hoffentlich ist der Geschmack seines Kernels besser wie sein Geschmack für seine Kleidung, gell? Kernelrebell. Augenweide, schau. Lackner, ja. Schlagt seine Stunde, hä? Jetzt sehen. Wird seine Sicht so wie sein Kernel, dunkel, stockdunkel, Lackner. Schau, was haben wir da, Augenweide? Das kennen wir zwei aus dem kaiserlichen Schlafzimmer, hä? Schein. Hell, dunkel, hell, dunkel. Majestät, ja. Ich glaube, wir können mit der Blindverkostung beginnen. Ja, es wird schwer werden, aber... Wir werden uns dieser Herausforderung stellen. Schau, wird uns besonders schwer heute gemacht, Augenweide. Aber das sind wir als Kaiser ja gewohnt, gell? Lackner hat es auch nicht leicht, he, mit seinen Flascherl. Ja, er sieht nichts, gell? Wenig, sehr wenig. So? Ja, eigentlich nichts. Dann nehmen wir mal einen Schluckerl. Augenweide. Obwohl wir. So, bitte. Obwohl wir. Ist tatsächlich Kernöl, ja? Ja. Wir sind gar nichts. Aber unser kaiserlicher Geschmackssinn sagt uns, das ist das Öl vom Lackner. Ah. Lackner weiß es auch schon, wir wissen es schon. Er muss sich ein bisschen beeilen. Bin mir nicht ganz sicher noch. Ja, Beeilung, Lackner, sonst wird das Öl noch für ranzig, gell? Das erste war jetzt wieder einmal ein Öl, das ist eher... Das dauert, Sparretz. Majestät, ich glaube, wir können den Sieger der Kernölverkostung bereits bekannt geben. Ja, das ist wohl eh klar, Sparretz, oder? Sehr geehrte Damen und Herren, wie nicht anders zu erwarten war, hat unsere Majestät idealerweise das Kernöl von Herrn Wilfried Lackner eindeutig identifizieren können. Na, Lackner, es tut uns leid, gell? Lackner, was glaubt ihr, was war seins? Das erste. Das erste.
Ja, der hat gute Produkte, gell? Er spricht nichts dagegen. Er wird überrascht sein, gell? Majestät, soll ich dem Herrn Lagner die Maske abnehmen? Ich weiß nicht, ob er das wirklich will, gell? Ja, Lagner, Hofer, ja. Aber er produziert große Mengen, vielleicht kommen wir doch noch ins Geschäft, gell? Der kaiserliche Hof, Lagner, gell? Er ruft. So, Lagner. Wir sollten jetzt zu einem Ende kommen, es war äußerst anstrengend, gell? Ja, geschmiert. Lagner, er hat zwar eine Goldmedaille gewonnen, aber von einer Kernölverkostung hat er überhaupt keine Ahnung, gell? Ja, ich habe aber auch schon gehört, dass der Herr Kaiser selber sein Öl produziert. So. Ist mir zu Ohren gekommen. Ja, seine Ohrwascherl hören vieles, aber vieles stimmt nicht, gell? Lagner, es hat uns außerordentlich gefreut, dass er da war. Wir werden ins Geschäft kommen, aber er darf sich jetzt zurückziehen, bis er Lümner Lagner, der seiner Prostata ja auch nicht schon, gell? Lagner, danke schön, Lagner. Dankeschön.